Ach, ist das hübsch hier. Ja, das ist ja viel zu hübsch hier. Jetzt hattest du das Vergnügen, Andrew Ryan kennenzulernen. Er hat das alles hier aufgebaut und er ist auch derjenige, der es zerstört. Niemand weiß, was genau passiert ist. Ey, yo. Vielleicht ist er durchgedreht. Vielleicht ist ihm die Macht zu Kopf gestiegen. Ey, yo. Vielleicht hat er sich einfach dazu entschlossen, seine Mitmenschen... Ist eine Schere abgefallen? Wie auch immer, auf jeden Fall mussten gute Männer ihr Leben lassen. Meine Familie befindet sich in einem U-Boot, das unter den Fontaine Fisheries versteckt ist. Dort treffen wir uns. Ich habe überhaupt nicht richtig zugehört. Bist du ein Big Daddy? Du siehst aber nicht aus wie Big Daddy. Jawohl! Endlich mal. Was kostet uns denn hier ein dritter Slot? Wie kann man das denn jetzt hier, hallo? Wie schaltet man die frei, bitte? Warte mal, was ist das hier? Erhöht den Rohrzangenschaden. Wenn du getroffen wirst, gibst du einen elektrischen Schlag ab und fügst jeden in der Nähe Schaden zu. Ja, ich würde sagen, dann tauschen wir da mal hier mit. Keine Ahnung. Ah, okay. Ja, das lassen wir mal so. Ich verstehe. Ja, wie kriegen wir die Slots denn? Das ist doch scheiße. Hübsch hier. Hey du! Aber die Tage vergehen wie im Flug. Mein Gott, ey. Ihr habt doch alle gelitten, ey. Drecksarbeit erledigen lassen will, verliert er an dessen Selbstlosigkeit. Denk nicht an deine eigenen Bedürfnisse. Diese Verkehrung der Dinge, diese Lüge ist es, die die Menschheit an den endlosen Teufelskreis von Schuld und Versagen gekettet hat. Nein! Nein! Doch! Nein. Doch! Nein. Doch! Na, der war ja nicht so schwer eigentlich, aber der sieht auch anders aus als der andere Big Daddy. Aber da ist meine ganze panzerbrechende Munition mal draufgekommen. Danke, meinen Kleinen. Danke. Aber bist du wirklich ein Freund? Wie dem auch sei. Eine der Kleinen bringt dir ein Geschenk zum Zeichen unserer Dankbarkeit. Die Belohnung steckt in einem Teddybär, den du beim Skaten findest. Okay.
Vielen Dank, Mister. Danke, dass Sie uns gerettet haben. Das ist das Heim. Schenkt ein sorgloses Leben. Unterbringung und Unterricht sind gratis. Kinder sind schließlich just Zukunft. Freaks, ah, guck mal. Du hattest eine erste Belohnung von Tintenbaum für das Retten einer Little Sister gefunden. Brauchen einen Bodyguard für Notfälle und dann heißt es, dass mir Big Daddy zeigen. Aha, guck mal. Da kann man schon mal einen Slot kaufen, ja, einen Plasmid-Slot. Das ist schon mal nicht schlecht. Auch wenn ich eigentlich, ganz gerne, das ist auch nicht schlecht. Wer dein Plasmid aus? Ja, Moment. Was? Nee, das bringen Sie Ihre Gegner buchstäblich zur Weißglut. Vorsicht! Ja, aber nicht! Feuer breitet kennen wir doch! Aus. Mann! Kennen wir doch schon. Zeugt ein Köder, macht das Ziel wütend und lässt es jemand anderen aus sich angreifen. Ist auch nicht schlecht. Kann man vielleicht mal gebrauchen, ne? Frieren Sie Ihre Gegner ein und schlagen Sie sie in 1000 Stücke. Nice! Okay. Was höre ich denn hier die ganze Zeit? So eine Kamera oder nicht? Mmh, das ist aber lecker. Aber hier ist doch irgendwo eine Kamera, ey. Ich verarscht mich doch. Ja, ich rede schon wieder überhaupt nicht mehr. Wer kann einer Dame einen Vorwurf machen, weil sie sich nach Abwechslung sehnt? Ja.
Und eines Tages haben sich die jungen Herren einfach nicht mehr gemeldet. Ja, die hängen ja auch da oben rum, du Fotze. Das ist doch kein Wunder, dass die sich nicht melden. Achso, ja. Achso, muss ich... Atlas hat mir schon gesagt, dass du gern eine Einladung in die Fischfabrik hättest. Du spinnst wohl. Wenn du mir allerdings eine Forschungskamera aus dem Büro des Hafenmeisters besorgen könntest, würde ich das mit der Einladung schon hinkriegen. Was war das? Du sitzt in der Scheiße, mein Freund. Mein Gott, ey. Den schaffst du nicht. Sieh mal auf den Förderband nach. Da findest du was, was dich wieder auf die Beine stellt. Und jetzt schnapp dir die Kamera und fotografiere die Dinger, die an der Decke rumkrabbeln. Dann lass ich dich auch in die Fischfabrik rein. Ah! Und denk daran, mein Freund, wenn sie auch nur danach riecht, dass du was mit Fontaine zu tun hast, mache ich dich kalt. Atlas legt zwar seine Hand für dich ins Feuer, aber ich lass dich trotzdem nicht aus den Augen. Kapiert? Halt dein Maul! So, Leute, wo müssen wir jetzt hin? Irgendeine schwule Kamera wieder. Ein erwachsener Mensch, der Angst vor Geistern hat. Fontaine ist seit Monaten tot und jeder weiß das. Hype Rapture hat immer noch Angst vor ihm. Sogar Ryan, Herrgott nochmal. Naja, mach dir darüber keine Gedanken. Auf uns wartet Arbeit. Okay. Was ist... Du glaubst, du... Ich werde dich mein ganzes Leben lang jagen! Bedien dich, aber verschone meine Kleine! Sie ist mein kleines Mädchen. Sie hat mir verschwende! Das ist mein Kind! Nein! War hier noch einer? Mein Gott, ehrlich, ey. Auf den Boden! Auf den Boden! Muss ich denn auch da lang? Nee, ne? Muss ja eindeutig hier lang. Ach, Leute, was ist denn hier los, Mann? Mal auf! Okay. Normale Position, sag ich schon, Positionsmunition. Pistolenmunition habe ich. Mein Gott, ey.